Hi liebe Leute, willkommen zu einer neuen verwilderten Folge The Forest Staffel 2 hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Folge ist ja einiges zuerst passiert. Da haben wir ja hier noch einen großen Besuch gehabt. So kann man es, glaube ich, am ehesten nennen. So, und wir müssen jetzt erstmal ganz fix hinten die Türe zumachen. Denn ich habe keine Lust darauf, dass hier plötzlich Gäste reinkommen. Na, das ist nicht so schön, wenn uneingeladene Gäste immer einfach mal so in meine Basis kommen. Über sowas freut man sich natürlich nie. So, jetzt erstmal kurz was essen. Nom 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 nom. Und noch einmal Wasser schlürfen. Komm, schlürfen. Das schmeckt auch gut. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir in dieser Folge wieder ein wenig bauen. Ja, ich habe jetzt Lust, noch ein bisschen was an unserer Basis rumzubauen. Denn es sind hier auch wieder einige Bäume nachgespawnt. Ja. Einige Bäume sind jetzt hier einfach so in der Region aufgebloppt, wie zum Beispiel hier. Und ja, deswegen würde ich ganz gerne einfach so ein paar Sachen mal noch bauen. Und ich würde sagen, wir bauen uns auch einfach mal in nächster Zeit so ein Pavillon. Weiß nicht, so was hätte ich irgendwie ganz gerne. Wir müssen gleich bloß mal schauen, an welcher Stelle wir das bauen. Aber an sich, ja, wäre ich offen für sowas. Genauso wie ich definitiv hier diesen Baum oder diese mehreren Bäume dort wegmachen will, die jetzt nämlich dort so gespawnt sind. Denn die stören dort ein wenig. So, hallo Timmy, hallo Hundi, hallo Ehefrau. Ich gehe einmal hier lang. Und ich würde sagen, wir platzieren das Pavillon hier drin. Hier in diesem Gebiet. Hier bauen wir das, würde ich sagen. Lasst uns das doch am ehesten. Obwohl, wollen wir das hier so bauen? Ja, fände ich eigentlich sogar nicht schlecht so. Dann geht man hier hinten so drauf und kann dann halt hier so ein bisschen durch die Gegend so anschauen. Ja, so bauen wir es, würde ich sagen. Und da wir ja hier viele Bäume haben, lasst uns erstmal die Baumstämme von hier nehmen. Wir können das ja so machen, dass wir die Bäume Richtung Mauer fällen und manche fallen ja dann wahrscheinlich hier drüber. Und ansonsten können wir ja später dann gleich auch noch unseren Schlitten holen. Das geht natürlich auch. Aber so sollten wir erstmal so zu Beginn erstmal Baumstämme jetzt gut hier rüber auch bekommen. Einfach jetzt hier die Bäume so fällen und die fallen dann noch drüber. So, Nummer 1. Jetzt ist Nummer 2 dran. Komm her. Gut. Und die, die natürlich jetzt hier liegen bleiben, schaffen wir natürlich auch gleich rein. Da müssen wir aber mal schauen, ob wir den Schlitten nehmen oder wie wir das damit machen. Weil wenn große Mutanten kommen, möchte ich nicht unbedingt vor denen mit einem Schlitten rumfahren. Das ist halt das Ding, was ich da so ein bisschen als Problem sehe. Gut, jetzt sind erstmal ein paar Dinge hier drüber geflogen. Steht hier jemand? Nein. Nein, nein, nein. Ich dachte gerade, da hinten steht jemand. So, und jetzt platzieren wir erstmal alle, die hier reingeflogen sind, zuerst mal. Und ich glaube auch, wir werden auf jeden Fall diese Folge damit fertig. Kommt aber drauf an, natürlich auch. Ja, wie es jetzt so aussieht gleich mit Besuch und so weiter. Wie viel Besuch kommt und so. Darauf kommt es natürlich auch ganz mit drauf an. Und ich sehe gerade, Bambi ist hier. Hallo. Ach ja, renn bloß weg. Ach, Mann. Immer rennen alle in meinem Leben vor mir weg. Das enttäuscht mich immer wieder. Und ich wusste gar nicht, dass ich hier in dem Schlitten noch Baumstämme habe. Können wir direkt mal hier noch für nutzen.
So. Gut, Hälfte ist schon geschafft, was Baumstämme betrifft. Stöcke brauchen wir natürlich viele. Aber was Stöcke betrifft, sollte es auch recht gut eigentlich gehen, da wir ja immer 20 Stöcke mitnehmen können. So, jetzt mache ich hier einmal den Schlitten voll. Alles bitte einmal herkommen. Und alles einmal aufladen. Hier ist kein Stamm mehr. Gut. Dann ist der Schlitten erstmal voll. Mit den ganzen Stämmen, die wir hier hatten. Wir fällen natürlich gleich hier noch weitere Bäume. Erstmal mache ich die Stockanzahl bei mir wieder voll. Und ich sehe auch gerade, 33 Stöcke brauchen wir insgesamt. Das heißt, wir brauchen danach nur noch einmal Stöcke holen. Wenn wir jetzt gleich diese Stöcke auch noch mit reingeschafft haben. Ist da denn gerade was lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich trinke einfach mal fix einen Saft, so. Und jetzt fälle ich den Baum hier. Hier knackt es schon überall. Ah. Ja, hi. Grüße! Grüße, Grüße! Na? Was geht? Ich nehme mal hier die Baumstämme mit. Tschüss. Tudelü. So, die schaffe ich einfach mal hier fix rein. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Verrückte Menschen sind keine guten Menschen. Obwohl, ja, man muss auch mal ein bisschen verrückt sein. Ich bin selber auch nicht. So, nochmal. Ich bin auch verrückt. Naja, nicht so wie die. Ja, meine Freunde klopfen auch schon an. Naja, immerhin klopfen sie an, freundlich. Das muss man ihnen zugute halten. So, und hier hinten geht's auch noch nach draußen. Lass uns einfach mal hier rausgehen. Und ich sehe gerade, nämlich hier sind eh auch noch genügend Bäume. Wir fällen jetzt einfach mal hier welche. Oh, oh, schnell. Komm. Das muss schnell gehen. Bitte nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Bitte. Ich will kein Pflaster wieder benötigen hier. Denn es gibt schlecht Pflaster hier im Wald. Da kommt man wirklich schlecht dran, wenn man hier im Wald wohnt, wie ich. So, einmal Stöcke mitnehmen hier, die zwei. Hier kriege ich auch nochmal welche raus. Gut. Ja, Stöcke brauchen wir jetzt auch nicht mal mehr so viele. Ich hole dann jetzt die Schlitten hier. Davor mache ich noch fix die Stockanzahl hier voll. Und dann haben wir jetzt den Pavillon auch gleich fertig. Ja, hallo meine Verrückten. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Tschüssi. Oh, da hinten kommt noch einer. Ey, der ist in mein Haus reingegangen. Das ist mein Grundstück, verdammt nochmal. Geh raus. Geh raus. Gut. Er hat auf mich gehört. Immerhin beweist er, ja, dass er Ohren hat. Und auch jemanden hört. Das ist ja auch schon mal etwas. Ich sehe gerade, hier hängt eine Echse fest. Hallo. Okay. Das sah wunderschön eben aus. So, und ich würde auch sagen, wir essen auch direkt mal was. Ich mache einfach mal so ein kleines Lagerfeuer schon hier hin. So. Und gleich machen wir natürlich auch mal noch unser Hotline Plagegeister draußen weg. Denn die stören natürlich auch ein wenig. Die zwei Baumstämme, die jetzt noch übrig sind, packe ich jetzt einmal hier hinten in das Lager von uns rein. So. Wie geht's euch, meine Kleinen? Euch geht's auch gut. Gut, das freut mich natürlich. So. Was haben wir hier drin? Okay, Leuchtfackeln. Ja, die kann ich auch immer benötigen.
So, Papillon. Ei, hier landen ja sogar Vögelchen, das wusste ich gar nicht. Ja, gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ich würde bloß hier mal noch so ein bisschen was drumherum vielleicht bauen. Halt, so eine Deckenlampe. Kann man die oben ran machen? Nein, leider nicht. Dann würde ich aber hier auf diese kleine freie Stelle, die man hier so hat, hier in diese Richtung einmal so eine Lampe bauen. Ja. Hier nicht, weil in diese Richtung schauen wir ja, wenn dann immer von dort aus. Aber hier würde ich das auch nochmal in diese Richtung so machen. Dann ist es nämlich auch noch in der Nacht schön beleuchtet. Und das finde ich natürlich auch nicht schlecht so. Hier auch nochmal an der Seite würde ich sagen. Sagen wir mal, man geht immer hier so lang, ja? Dann geht es hier so rein. Dann steht hier noch eine Lampe so davor. Und das gleiche auch hier, obwohl. Nein, 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 nein. Wir belassen es dort bei den zwei Lampen so. Ich möchte dann ganz gerne hier mal noch was machen mit Stöcken. So. Hier die Stöcke bis hierhin. Also sprich, dann geht es halt nur hier so rein. Ja. Und hier würde ich dann einfach mal noch eine eigene Wand bis hier so ranziehen. So fände ich das nämlich tatsächlich echt nicht schlecht. Vom Aussehen her. Obwohl gänge das auch so, ja, aber. Oder machen wir hier so eine Wand mit solchen Stacheln oben drauf? Oder ich hätte da auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, das Problem ist halt, weil das hier so ein bisschen huckelig ist. Ja, hier so eine Steinwand. Oder man macht das natürlich auch so hier. Hier einmal so. Dann hier so hin. Halt, nein, 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 nein. Hier hinter so. Hier hinter so. Und dann hier so eine Holzwand nochmal entlang. Und dann könnte man da hinten irgendwie was einlagern nochmal. So könnten wir es eigentlich machen. Und ich glaube, so werde ich es auch machen. So, Steinwand bitte einmal herkommen. Und könntet ihr da draußen bitte leise sein? Das stört mich ein wenig, wenn ihr hier rum, egal was ihr da auch immer macht, rumstöhnen? Naja, so richtiges Stöhnen ist das nun auch nicht. Das würde sich, glaube ich, bei denen etwas anders anhören. Aber nun gut. So, einmal hier hinter. Ja, sagen wir mal, so wird das Ganze hier von der Breite her. Und dann kommt hier so eine eigene Wand ran. Eigene Wand. Nein. Grundlegende Wand auch nicht. Hier haben wir sie, die eigene Wand. Die kommt dann von hier aus, hier so lang. Wir machen die aber erstmal nur bis hier hin, denn ich weiß noch nicht, ob hier das auch noch so komplett zugebaut wird. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, dann stellen wir hier da davor noch etwas. Man könnte natürlich auch so ein Holzziel einfach hier hin bauen. So hier. Das ist dann mehr oder weniger hier noch so eine Art, ja, Schießplatz ist. So ein kleiner in der Ecke hier. Ich glaube, so werden wir das auch bauen. Ja, und dann wird das Ganze ja auch ganz schön eigentlich, denke ich mal, aussehen. Und wir müssen uns aber dann jetzt auch erstmal hier kümmern noch um unsere Gäste. Und was wir auch noch machen müssen ist, ja, eventuell nächstes Mal in eine Höhle gehen und dann da ein bisschen was sammeln an Vorräten und so weiter. Also Snacks, Dosen und so weiter. Wir haben zwar noch einige hinten gebunkert, aber die möchte ich nicht nehmen. Die möchte ich natürlich eher gelagert lassen. Und bleib endlich liegen, Kollege. Hinten steht ein Reh, okay. Ich dachte gerade, dort hinten steht ein Mutant.
Und er schaut mich an, ne? Dann hätte ich aber Angstzustände bekommen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich würde gerne mal eine kleine Party schmeißen, so. Mit den Kannibalen und so. Wäre bestimmt schön. So eine kleine Party hier am Pavillon. Ich mache uns ein paar schöne Smoothies. Ein bisschen Popcorn hole ich uns noch, ein paar Chips und so. Und dann einfach mal so eine kleine Party mit denen schmeißen. Wäre natürlich auch mal schön. Und dann könnten wir vielleicht auch eine Art Friedensgeschäft machen, ja. Dass ich mit denen dann befreundet bin und so weiter. Und dann lebe ich mit den Kannibalen zusammen hier im Wald. Wäre schön. Ne? Wäre wirklich schön. Das wäre mein Lebenstraum. Jeder hat einen Lebenstraum und das wäre mein. Ich möchte mir diesen kleinen Traum erfüllen. Diesen kleinen Wunsch möchte ich mir erfüllen. Ja, sagen wir es eher so. So eine kleine Basis zusammen mit Kannibalen. Ein Kannibale zieht in das Haus, einer in das andere und so. Wäre schön, ja, wäre wirklich schön. Dann halte ich zusammen mit den Kannibalen hier eine Art kleinen Tierpark, ja, mit Rehen, Wildschweinen und Mutanten, ja. Und gleichzeitig wird es dann ein internationaler Zoo auch noch werden, irgendwann hier. Da kommen dann immer Gäste von jedem Land hierher. Und dann stelle ich mit meiner ganzen Kannibalengruppe hier vor. Hier sehen wir einen Mutant. Dieser Mutant hat ganz viele Beine. Hier sehen wir einen anderen Mutant. Er rennt ganz schnell. Ich nenne ihn auch sehr gern das Hühnchen. Und ja, wäre einfach, glaube ich, beliebt sein. So. Und natürlich auch noch normale Tiere. Ja. Aber die Mutanten, ja, die wären bestimmt so die Hauptattraktion. Ja, wäre bestimmt schön. So stelle ich mir meine Zukunft vor. Aber nun gut, wir gehen dann jetzt erst nochmal hier raus, würde ich sagen, ja, und sammeln dann jetzt erst nochmal hier ein paar Stöckchen. Denn wir müssen noch die anderen Dinge dort drin erstmal fertig bekommen. So. Mist, meine Ausdauer. Gerade nicht allzu gut aus. Aber was soll's. Wir kriegen die Stöcke jetzt schon noch voll. Gut, sie sind voll. Erstaunlicherweise haben wir bis jetzt auch in dieser Folge noch kein seltsames Geräusch gehört von einem Mutanten. Ich glaube, die haben Angst. Die wollen nicht in meinen Zoo kommen. Aber früher oder später wird das jeder. Ne? Ist einfach so. Ist einfach so. Und ich glaube, wir stellen hier doch auch noch eine Lampe auf. Einmal so hier. Zack. Sehr schön. Jetzt ist das hier auch fertig. Und hier kommt oben drüber auch nochmal eine Stockreihe so entlang. Oder wollen wir das eher mit Knochen machen? Nein, mit Stöcken würde ich sagen. So. Bis jetzt fehlen hier leider noch mal ein paar. Schade, dass ich nicht ganz viele mitnehmen könnte. Hallo, sind hier irgendwelche Kannibalen gerade zufällig? Wollt ihr mir vielleicht helfen mit dem Stöcke tragen? Ich würde gerne 10.000 Stöcke mitnehmen wollen. Ja. Warum 10.000? Ja, man muss halt auch immer mal ein bisschen übertreiben und ja, der Stöckeverbrauch ist halt auch immer recht hoch. Man braucht halt Stöcke für sehr viele Dinge und deswegen 10.000 Stöcke. Und ich nehme jetzt hier auch erstmal ein paar Beeren mit. Lecker, ein paar Brombeeren. Brombeeren sind immer lecker. Die esse ich persönlich auch sehr gerne. So. Wow, wer ist da hinten? Hallo Nachbar! Hallo Nachbar! Hallo Herr Nachbar! Hallo! Warum leuchten deine Hände? Ach, die heiligen Leuchthände. Ach, von denen habe ich auch mal geträumt, eine ganze Zeit lang. Von den heiligen Leuchthänden. So, den nehme ich mit.
Kollege, brauchst gar nicht so lachen. Den nehme ich jetzt mit. Tschüssi. Bye bye. Tschüss. So, wo ist unser kleines Lagerfeuer? Ah, hier. So. Einmal anzündeln, das Ganze hier. Zack. Und hier auch mal noch was essen. Lecker. Ja, und ich sollte nicht so viel essen. Ich werde zu dick. Ja, ich werde wirklich ein bisschen zu dick hier. Das schadet meiner Ausdauer. Aber ich liebe es zu essen. So, wir nehmen jetzt einfach mal noch ein paar Baumstämme hier von unserem Lager. Denn ich möchte jetzt mal noch dort hinten das eine Ding fertig bauen. Die Baumstämme, die wir jetzt hier verbrauchen, werden wir sowieso einmal auffüllen. Ich möchte ja sowieso mal die ganzen Lagerdinger dort komplett voll machen, von daher. Das können wir ja auch mal machen. Jetzt zwar nicht mehr in dieser Folge, aber auf jeden Fall werden wir das auch mal machen. So, ich nehme einfach mal noch ein paar Baumstämme mit. Warum? Ja, das liegt daran, weil wir wollten ja jetzt hier noch dieses Bogenschießding hinmachen. Dieses Holz hier, und ich sehe gerade, das braucht eh nur einen Baumstamm. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte mehrere. Gut. Komm. Ich will dich eigentlich recht gerade hinstellen. So hier am ehesten. Ich muss vielleicht den Baumstamm noch ein bisschen weiter weg tun, so. Nein. Hier hinten würde es so gehen, ja. Hier jetzt nicht so. Ja, also ich müsste es, wenn dann hier so hinstellen. Gut, dann wird es so hingestellt. Dann testen wir das Ganze auch direkt einmal. Bogen raus. Zack. Ja, finde ich schön eigentlich so hier mit dem Ding. Finde ich eigentlich wirklich recht schön. Ich finde es aber insgesamt gesehen hier überall noch ein bisschen zu dunkel. Es leuchtet halt jetzt hier hinten bei meinen Hasen und sonst ist es halt überall hier sehr dunkel. Insgesamt würde ich überall hier in meiner Basis mal noch ein bisschen mehr Lichtquellen hinpacken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist Nacht, es ist schon spät und ich glaube, ja, ich sollte mich dann jetzt erstmal ins Bettchen legen, eine Runde schlafen und damit... Ja, verabschiede ich mich auch schon wieder hier an der Stelle. Das war's mit dieser Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr mehr wollt zu The Forest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.